Diventata famosa anche grazie alla sua presenza in numerosi film dell'agente 007 James Bond. Questa vettura nella particolare è del 1962, alzo da Oswald Planer mit diesem Jaguar E-Type Coupé aus dem Jahr 1962. Dieses Auto wurde dafür oder auch deshalb bekannt, weil der James Bond im Auftrag seiner Majestät oder ihrer Majestät in diesem Fall unterwegs war in zahlreichen Kinofilmen. Der Oswald Planer wird wahrscheinlich aber keine Raketen oder Reislegen freuen können für die Konkurrenten, die es. Das ist der Herbert Flieri aus Marand mit dem Austin Healey 3000 MK3 aus dem Jahr 1965. Moin Moin! Natürlich Cabrio, wie es sich heute gehört bei diesem Wetter. Vediamo la decapotabile, bellissima, di Herbert Flieri, meranese, che guida la Austin Healey 3000 MK3 del 65. Numero di partenza 22. Il numero 23 troviamo un'altra Austin Healey VJ8 MK3 del 64 con targa inglese originale nonché con guida a destra, uno dei relativamente pochi modelli con queste caratteristiche. Also der Christian Roncolato aus Burgstall mit seinem Austin Healey VJ8 MK3 aus dem Jahr 64 mit englischem Originalkennzeichen und mit dem Lenkrad auf der rechten Seite. Dass man nicht die Scheibenwischer anstatt dem Winker betätigt, passiert öfters, wenn man das Gehirn umdrehen muss, indem man rechts fährt, aus eigener Erfahrung so erlebt. Die Nummer 24. Das ist der Stefan Simonini aus Eppan mit dem Alfa Romeo 2600 Spider aus dem Jahr 64, con lo Spider Alfa. Di Appiano che lancia la sua. Tra il pilota che si chiama Porsche e la macchina che si chiama Porsche. Kurt Porsche di Nesselwang in Germania con la sua macchina del 63 col numero 28 in partenza in questo istante.
So, da Kurt Porsche mit seinem Porsche jetzt unterwegs aus Nesselwang in Deutschland. Vince Treviso con la sua Alpine Renault A110 1600 S. Questa vettura è la più vecchia di questo tipo che circola ancora in Italia. Der Gianfranco Montagnera aus der Provinz Treviso mit seinem Alpine Renault A110 1600 S aus dem Jahr 1970. Dieses Auto ist das älteste seines Typs, das noch in Italien zirkuliert. So, hier haben wir wieder unseren Ernst Sick aus der Schweiz mit seinem Sparrow ACA Barchetta aus dem Jahr 1966. Ein Prototyp für Bergrennen der damaligen Zeit. Eigentlich nur zweimal bei einem Rennen eingesetzt. Due volte impiegato in una gara ufficiale di salita. Questa Sparrow ACA Barchetta di Ernst Sick della Svizzera, una vettura, un prototipo. Col 36 invece vediamo Francesco Villella di Bolzano con tutt'altra vettura, la parte 695 SS. Der Bozner Francesco Villella mit der 36, hier mit einem Fünferle. Oder wie hat man früher gesagt, Anchin Green. Aus dem Jahr 1966, ein Fiat Abarth 695 SS. So die genaue Typenbezeichnung. Chic Bolzano. Das Baujahr Hubert Sten di Karl Sulte in Germania con la Porsche 911 Carrera del 75. Mit der Startnummer 40 der Peter Hans David aus Oberrohrdorf in der Schweiz mit seinem Triumph Stag 1976. Eigentlich nicht, das ist ein Jaguar, ist das, also zählt nicht, was in der Broschüre drin steht. Das ist ein Jaguar ohne Kühlerfigur und mit einer besonderen Anordnung der Zusatzscheinwerfer nach dem